siamo come Comune Civitella, siamo onorati di poter fare in modo che sia Civitella il posto dove Luigi Toscano fa la sua prima mostra in Italia. Quindi abbiamo sposato subito quello che è il bellissimo progetto proposto da Luigi e dal sindaco Thomas Mag di Kampfenbach. Siamo veramente contenti di come del risultato, ma siamo anche veramente contenti di quella che è l'umanità, l'amicizia, la simpatia che ci ha portato Luigi. Ich bin von der Ausstellung natürlich begeistert. Es war ein Riesenglück, den Luigi kennenzulernen bzw. seinen Namen zu hören, sich bei ihm zu melden, auf der Homepage ein bisschen zu stöbern und das zu sehen und sagen, hey, das wäre was richtig Passendes auch für diese Beziehungen mit unserer Partnergemeinde, um diese Vergangenheit zu erleben, zu bewältigen und eben das auch in die Zukunft zu tragen, diese Botschaft, dass sowas nie wieder passieren soll. Und ja, aus dieser persönlichen Überzeugung ist dann eben dieses gemeinsame Projekt, dieser gemeinsame Weg entstanden. Und ich kann sagen, das steht mir von Anfang an dahinter, ist begeistert und hofft jeden Tag, dass dieser gemeinsame Weg einfach weitergehen darf und zu einem solchen Ergebnis führen darf wie heute. La presenza qui oggi dell'ambasciatore tedesco in Italia. Wir abbiamo il dovere, come di, se, a volte quando facciamo queste iniziative. Ci sono alcune cicatrici che si cancellano. Da parte dei soldati della Wehrmacht tedesca. La giustizia e l'uguaglianza dei diritti. Mi rivolgo in maniera memore e dolorosa. Ridevano sì perché ci avevano trovato. Signor Toscano, cari sopravvissuti, cari familiari. Grazie, grazie a tutti e grazie a voi. Wir reden ja viel sozusagen von deutsch-französischer Versöhnung. Ich finde, dass sozusagen die Versöhnung, die wir in den vergangenen Jahrzehnten gesehen haben zwischen Deutschland und Italien, vielleicht immer noch ein bisschen wenig beachtet wird. Ja. Also ich wünsche mir, dass das noch stärker ins Bewusstsein rückt, dass eben die deutsch-italienische Geschichte nach dem Krieg auch eine Versöhnungsgeschichte ist und dass wir natürlich gemeinsam auch als Gründerstaat der Europäischen Union weiter an Frieden und Zusammenarbeit in Europa arbeiten. Grazie mille, grazie per la tua visita. Questa mostra è importante perché noi abbiamo il dovere di andare a tramandare la memoria alle nuove generazioni, abbiamo il dovere di andare a creare e stimolare delle emozioni alle nuove generazioni. E penso che i volti di queste persone in qualche maniera possono trasmettere più di mille parole e di mille discorsi. Quindi sono convinto che la popolazione Civitella, ma tutti coloro che verranno a vederli, apprezzeranno molto e sarà, come dico, non un punto di arrivo, ma un punto di partenza.